Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft DNS Corporation. Wir waren immer noch dabei, mich total failen zu sehen und irgendwas mit Tesseract. So, was brauchen wir denn da jetzt noch? Wir brauchen immer noch diese Barren. Und die werden hergestellt entweder in einem Ductensmelter, dann wäre das wahrscheinlich etwas einfacher. Oder im Alloysmelter, den haben wir halt zur Verfügung. Enderpearls und Endarium Base. So, dafür brauchen wir Shiny Ingot, Silber und Zinn. Okay. Also Silber haben wir. Shiny haben wir und Zinn, sagte ich. Dann haben wir Zinn noch hier. Mal gucken. Nein, dann müssen wir mal gucken, ob wir Tin aus diesem Table ziehen. So, haben wir nämlich. Zack, ein Stack. Denke auch, wir werden davon ein bisschen mehr herstellen. Jetzt nur ein bisschen, weil kann man wahrscheinlich immer gebrauchen. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Drei Dinger macht er immer nur einen, also vier Stück. Ah ja, super. Endarium Breath. Wir haben sechs von dem Perium Dust. Ich glaube, das reicht dann auch schon wieder. So. Um jetzt weiterzukommen, brauchen wir das hier. Und das wird hergestellt aus Endarium und das und einer Enderperle. Jetzt habe ich das Problem, dass mein Inventar wieder so vermüllt ist und ich nicht mehr die Enderperle rausziehen kann. Enderperle. Nehmen wir auch ein Stack. Sind ja nur 16 Stück. So. Wir stellen den mal vorsichtigerweise auf Alloy Only. So. So. Und was war das letzte? Das habe ich schon wieder vergessen. Ich bin aber auch einer. So, und das war jetzt genau diese hier. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir da unser Zeug jetzt rauskriegen. Da hat sich hier auf jeden Fall gerade was getan, aber warum? Boah, braucht das lange. Okay, das wird eine Zeit lang dauern. Dann gucken wir mal, wir brauchen einen Diamanten und Hardenglas oder halt das Quarzglas. Da würde ich auch wiederum Quarzglas bevorzugen. Dafür muss die ganze Scheiße erst hier durchgebrannt sein. Gut. Dann wollen wir mal Inventar so ein bisschen leer machen. Ah ja, die könnten wir mal aufstellen. Mal gucken, ob das hier auf einen unserer Bäume geht. Natürlich nicht. Ach, warte mal, die können wir auch hier oben hinstellen eigentlich. So, stellen wir hier die schön am Rand hin. Stört ja nicht. Können die schon wachsen und dann können wir uns hier schön immer EP holen. Dann müssen wir uns nachher auch noch so einen schönen EP-Tank holen. Und wir sollten uns vielleicht, damit wir auch vernünftig fliegen können, erstmal ein bisschen EMC wiederholen. So ist schon besser. Gut. Während das brennt, gucke ich mal hier so ein bisschen rum, was es denn hier noch so gibt. Habe ich ja Glück und finde irgendwo einen Meteoriten. Das wäre ja ganz nice. Dann hat der Bock 5 Stunden lang in der Gegend rumgesucht. Und ich finde den Meteoriten direkt vor der Haustür. Wir sind schon wieder eingeschlossen von dem Pilzbiom. Das ist ja krass. Richtig krass. Aber gut, Besonderes ist jetzt nicht. Fliegen wir nochmal in die Richtung. Bisschen aufdecken, das Ganze hier in der Umgebung. Vielleicht läuft das dann Ganze einfach ein bisschen besser. Weil Framerates sind jetzt so stabil, wie sie im Normalfall immer sind. Leider nicht die höchsten. Die Aufnahme frisst doch verdammt viel und ich muss einen neuen Rechner haben. Ich merke das langsam. Aber der Rechner ist auch schon ein paar Jahre alt. Der ist in die Jahre gekommen langsam. So, gut. Ist ein sehr großes Biom. Katrina ist übrigens immer noch dabei. Hat sie sich überhaupt schon gemeldet? Weiß ich gar nicht. Nö, du hast mich nicht angekündigt. Muss ich dich jedes Mal ankündigen? Ja, natürlich. Ach je, wo ist denn jetzt meine Butze? Ach so, ich habe den Wegpunkt ausgeschaltet. So, Baumhaus, da ist es. 130 Meter noch. Muss sogar ein Stück über das Pilzbiom fliegen, um zum Baumhaus zu kommen. Aber wir werden es wahrscheinlich nachher noch weiter in die Mitte pflanzen. Aber fürs Erste ist das hier unsere Butze, wo wir jetzt alles selber machen, weil wir jetzt langsam anfangen, auch ein bisschen was zu machen, was andere nicht so sehen sollen, ne?
Und dann wundern die sich nachher, wo wir denn unser ganzes Zeug her haben. Hihihihi. So. Gut, das stellen wir wieder aus. Baumhaus aus. Und dann können wir hier mal gucken. Also das ist hier momentan die Welt, wie wir sie bisher erforscht haben. Man kann ja schön gucken. Hier sieht man den Spawn und den Spawner. Hier ist ein Meteorit, der war direkt hinter unserer Butze. Ich gehe davon aus, dass Katrina den inzwischen abgerissen hat. Nö, ich habe keine Kometen abgerissen. Nee, doch, einen hattest du doch, hattest du gesagt. Ja, da hatte ich die Kiste geleert. Aber den Kometen selbst abgetragen habe ich nicht. Warum sollte ich sowas tun? Nein, nein, ich rede ja von der Kiste. Oh, da ist ein Meteorit. Gut zu wissen. Kann ich Bock nachher die. Sehe ich die Koordinaten? Jo, cool. Dann kann ich Bock nachher einfach die Koordinaten geben, dann kann er sich dahin teleportieren. So. Beziehungsweise dann dahin fliegen. Gut, wie weit sind wir hier? Zwei haben wir schon. Ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen mehr von. Ich hoffe ja nicht zu viele, dass wir da eigentlich noch mehr. Also 4 Stück brauchen wir. 4 Stück werden wir wohl auch kriegen. Das ist nicht das Problem. Der ist jetzt bei 70%. Also das dauert seine Zeit und dauert seine Zeit. Deswegen werden wir jetzt mal eben kurz nach einem Diamanten gucken. Haben wir noch einen auf Tasche? Nein. Dann müssen wir mal wieder unseren EMC-Vorrat leeren. Da rein. Und holen uns einfach einen Diamantblock. Scheiß was drauf. Können, weil wir es können. Weil den Diamantblock entcraften wir mal den neuen Diamanten. So. Was sagt unsere Dark Matter Produktion? Ach, das dauert ja ewig. Brauchen gar nicht nachgucken. So, und da oben haben wir ja unser schönes kleines Portalchen. Auch ganz nice. So, da haben wir unsere 4. Holen wir das mal alles raus. Und packen so ein bisschen was wieder weg. Jetzt müssen wir natürlich noch einen Prozess warten, bis der durch ist. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Ich müsste nämlich noch mal gucken, wie. Hallo. Wir wollen Fuse Quarzglas. Also 4 Quarz ergibt ein Fuse Quarzglas. Oder 2 mal 4 geht auch. Das dauert aber noch ein bisschen. Habe ich sonst Quarzglas vielleicht oder Hardenglas? Ach so, so viel zum Thema. Ich muss halt mal wieder. Ah, wir hätten sogar noch Hardenglas. War das das normale Hardenglas, was wir da brauchen? Jo, perfekt. 2, 3, 4. So. Das hier kommt alles raus. Jetzt, ich muss wirklich jedes Mal nachgucken. Ich bin. So. Machen wir das einfach so. Tak, tak. Hallo. Und ein Diamant in der Mitte. Wo habe ich denn jetzt die Diamanten hingeschmissen? Habe ich die jetzt hier reingeschmissen? Ich bin ja auch so dämlich. So, heute bin ich wirklich dämlich. So, damit haben wir unseren Faction Frame. Daraus machen wir jetzt einen vollen Tesseract Frame. Und der Tesseract selber wird dann nachher nochmal mit diesen ganzen Sachen. Dieser Tesseract Frame wird mit dem Fuel Transposer reingedrückt. So. Fluid, Entschuldigung. Fluid Transposer. Oh, der wird ja wieder so beschissen gecraftet. Ich habe mir natürlich nicht alle Rezepte rausgeholt. Basic haben wir aber. Das ist schon mal gut. Kann man den eigentlich? Ja, den kann man absprechen. Das ist schon mal sehr gut. Ich hätte mir es doch alles speichern können. Mann, 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 Mann. So. Hardened. So. Aus dem Basic brauchen wir ein Elektrum. Elektrum haben wir normal noch. Irgendwo Elektrum-Ingot. Und dann packen wir erstmal das scheiß Glas weg. Dann brauchen wir nämlich nur Iron-Ingot. Iron haben wir natürlich nicht auf Tasche. So, 4 Stück davon. Das heißt, einen hier rein. So. Mit dem Basic Frame. Jetzt muss ich nochmal gucken. Electrum Gear. Und 4 mal Invar. 3, 4. So, den speichern wir uns diesmal aber. Das ist nämlich dann schon der Harden. Das ist schon mal eine geile Sache.
So, ein Fuel Transposer brauchen wir also hier. Könnte man das nicht auch mit einem Hardened machen? Nein, das geht auch mit einem Basic. Oh, diese Scheiße, ne? Anstatt dass die das einfachste Rezept anzeigen. Nein, die zeigen alle Rezepte Musst immer an. ein bisschen warten. Das nervt mich. Bist manchmal ein bisschen ungeduldig. Ja, aber das ist beschissen. So, ein Copper-Gear können wir machen. Copper-Gear geht ganz einfach. Haben wir also vorhin auch schon mal wieder was gehabt, was viel einfacher gegangen wäre, wenn wir einfach gewartet hätten. Ja, ich weiß. So. Copper außenrum. Gibt Copper-Gear. Tak, tak. Gucken wir nochmal nach, was wir jetzt von den Fluid. Wo sind die jetzt schon wieder? Fluid. Da. Also Kupfer, Kupfer. Und dann brauchen wir das Ding noch. Ein Gold in die Mitte. Gold haben wir natürlich auch wieder nicht dabei. Dann können wir schon wieder was wegpacken. Achso, nee, Redstone brauchen wir. Das brauchen wir nicht. Das müssten wir nachher mal aufstellen. Ein Gold. So. Ein Gold in die Mitte. Und dann dort und dort. So, jetzt die beiden. Das hier. Und gucken, was dann noch fehlte. Boah, wo ist denn der jetzt schon wieder? Ein Eimer und zwei Glas. Eimer können wir schon mal hinstellen und dann machen wir uns einen noch ein Crafting Table. 2, 3, 4. Weil ich brauche langsam mal einen zweiten hier. Das funktioniert sonst gar nicht. So, und dann können wir uns noch mal ein Stack Eisen hier rausziehen. Und dann kommt der da rein. Und wir haben unseren zweiten Crafting Table. Den setzen wir jetzt einfach hier hin. Da passt das ganz gut. Wir legen uns einmal schlafen, damit unsere Maschinen arbeiten können. Beziehungsweise unsere Bank da mal voll wird. Schön Kapazita Bank. Ich glaube, das war sogar schon die verbesserte Variante, die ich von Katrina geschenkt gekriegt habe. Einen Eisen Bucket. Und dann sollten wir eigentlich den Fuel Transposer schon fertig haben. Schön. Einmal. Ach scheiße, das Ding hat ja gar keinen EMC-Wert. Nicht alles hat EMC-Wert, Leute. So, jetzt der ist als Ausgang deklariert. Der blaue als Ingang, den können wir mal ausmachen. Das sollte also, wenn ich jetzt hier Enderpearls reinschmeiße, werden die halt in flüssige Enderpearls verballert und sollten direkt hier drin landen. Ja, perfekt. So, da legen wir jetzt den Tesseract Frame rein. Da muss ich das da reinlegen. Und wenn das hier eine gewisse Menge hat, das kann man nachgucken. Wie viel braucht der? 1000 MB. Ja, sollte er eigentlich starten? Wieso geht das denn schon wieder nicht? Sowieso ein anderes Ding hier irgendwie. Fluid Transposer. Wieso? Tesseract Frame Empty. Wir brauchen den Tesseract Frame Empty, den Fluid Transposer. Gibt es da mehrere von? Transposer sollte es eigentlich mal eingeben. Ja, der will nicht. Seltsam, seltsam. Ach so, ich weiß auch, warum er nicht will. Der Kirschi Warum? failt heute so ein bisschen öfter mal, ne? Ja, fällt auf. Fällt auf. Failt, Ha, genau, failt auf. Ich habe vergessen, ein Kabel anzubringen, damit der Strom kriegt. ha, ha. Badum. Ja, dachte ich mir gerade auch. So. Jetzt sollte er laufen. Genau, jetzt hat er sich den hier reingezogen. Er geht, wird gerade voll. Ich glaube, der braucht eine gewisse Menge, um überhaupt zu starten. Jetzt seht ihr schon, hier kommt es langsam. Da kann man sogar die Rezepte nachgucken. Voll cool. Und jetzt füllt der ganze Ding in sich. So. Jetzt ist das Problem aber, dass wir zwei von diesen Scheiß-Tesserakten brauchen, übrigens. Und nur der leere Frame hat einen EMC-Wert. Ist da nicht das Problem. Gut. Den habe ich doch abgespeichert, ne? Ja. Weil der zweite Tesseract natürlich, den braucht man natürlich, um halt das Ganze dann auch hier hinzukriegen. So, und es könnte sein, dass die Enderpearls mir ausgehen.
Schmeißen wir da nochmal 16 Stück rein. Ist ja egal. Wir haben es ja. Oh, wäre nicht ausgegangen. Egal, wir brauchen sowieso später noch mehr davon. So, aus diesem Tesseract-Frame können wir jetzt unseren Tesserakten bauen. Dafür brauchen wir noch Bronze, Silber und Bronze und Silber. Hast du Bronze zufällig? Kann ich dir Muster geben. Kannst du? Ich hole mir das wohl ab. Das ist aber auch das Mindeste, wozu ich dir geraten haben will hier. Wo bist du denn am Spawn? Mhm. Dann können wir das auch komplett ohne Teleportiererei machen. So, einmal hier rein. Einmal hier rein. Stockt gerade der Server? Nö. Ah, jetzt ging es. Tack. Und dann sehen wir schon, sind wir wieder in dieser Geschichte hier. Und dann springen wir auf das Buch. Und dahin. Da sollten wir dann direkt bei Katrina landen. Ja. Zurück teleportieren wir uns dann. Übrigens habe ich schon wieder vergessen, den Timer anzumachen. Ist eine harte Welt. Oh, jetzt hast du ja Platz dafür, ne? Mhm. Du weißt schon, dass du für die Pipes kein Signal brauchst. Ja, es ist mir danach aufgefallen, aber ich mache das dann auch weg. Mir war es erstmal wichtig, dass die ganze Anlage läuft. Gibst du mir einen Bronze? Ja. Kriegst dafür einfach raus. Mir doch egal. Glaubst du, mich interessiert das jetzt, nachdem ich den Diesel da stehen habe, wie viel ich dir da gebe? Den Baby-Diesel? Das reicht. Er tut seinen Zweck, also von daher. Einen Baby-Diesel. So, und Teleporto. Und tschüss. Das heißt, die Baby-Diesel, wie groß ist denn deiner? Ich hab grad gar keinen. Dann proll nicht rum. Dein letzter Diesel war nur halb so groß. Ich hatte ihn aber dafür um einiges früher als du. Pff, meine Güte, einen halben Tag. Ja, wenn ich richtig hätte machen können wegen Aufnehmen, dann wäre da doch alles früher gegangen, glaub mir. Hätte, Fahrradkette. Ja. Und da möchte ich auch drauf bestehen. Mindestens. Also ohne die Fahrradkette geht hier nicht, ne? Was ist denn jetzt schon wieder für ein Scheiß? Habe ich jetzt das Falsche genommen? Bronze und Silber, ja. Nicht Kupfer, sondern Silber, Kollege Bockwurst. Badum. Hast du trotzdem wenigstens das Muster? Hm? Hast du trotzdem das Muster? Nee, Bronze brauche ich, nicht Kupfer, Silber. Lol. Ich verspreche mich heute ganz gerne. Naja, Silber. Und dann wieder falsch angeordnet. So, den ersten Tesserakten. Und hier haben wir unseren zweiten Tesserakten. Das heißt das Tesserakt. Auch gut. Zack, jetzt haben wir zwei Tesserakt. Mit Hilfe dieses. Ein Tesserakt, zwei Tesserakte. Ist mir doch scheißegal. Meine Fresse, ist der heute anstrengend. Jetzt holen wir uns hier die Query raus noch. So. Und jetzt fehlt natürlich noch Strom. Was grundsätzlich, was wir schon machen können, wäre den hier und gucken uns das ganze Ding mal an. Also, wir haben die Möglichkeit, hier etwas einzustellen. Frequenz einmal einzustellen. Der Frequenz geben wir einen Namen. So. Also, diese Frequenz ist jetzt diese Geschichte. Und die Konfiguration ist... Nein. Sending known re Energy. Nein, Energy wollen wir nicht. Fluid Item. Da ist es doch. So, wollen wir hier bekommen. So, jetzt können wir uns einmal wieder dorthin bewegen. Er hat nur rumgesponnen. Boah, jetzt ruckelt's aber hart. Ich stehe seit 10 Sekunden auf der auf einer Türplatte und die Tür geht nicht auf. Sollte sich jetzt wieder ändern. Ja, gerade nochmal einen kleinen Rollback gehabt. Ja, das kann passieren mit dem, was ich gerade fabriziere. Was tust du? So, den Tesserakten stellen wir da drauf. Wir sagen ihm, ich möchte, dass du nur dahin gehst,
Über diese Frequenz schießt du mir Items jetzt rüber. Jetzt gucken wir mal, ob ich noch einen Generator dabei habe, um das Ganze einfach mal zu testen. Da habe ich noch ein paar Generatoren. Und ich hoffe, dass jetzt kein Vieh kommt, sonst haben wir nämlich ein Problem. So ungefähr. So, da haben wir noch Kohle. Jetzt ziehen wir direkt wieder das ganze Zeug hier raus. Und dann sollte er direkt anfangen. Ja, er fängt an. Gut. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Gucken wir mal, was wir hier so bekommen. So, müssen einen Item-Duck noch setzen und dann diese Kiste mal eben ändern, weil die Kiste wird niemals reichen für das, was wir gerade machen. Hier haben wir die Kiste. Wir brauchen einen Item-Duck. Habe ich noch einen Item-Duck? Natürlich nicht. Also wieder alles so machen. Item-Duck rausziehen. Den Omega wieder nehmen und das komplette Energie nehmen. Und hier eine Item-Tuck dran setzen. Das Ganze muss umkonfiguriert werden. Das sollte eigentlich so funktionieren. Und dann sehen wir schon, ich glaube, das Oakwood. Ah ja, da kommt es schon. So, jetzt sollten wir allerdings darauf achten, dass wir so schnell wie möglich unsere Chests updaten. Das heißt, eine Holzwood wird zu einer Kupfer-G-Schichte. Wir holen uns hier mal eben ein bisschen Holz raus. Ganz schnell. So, das in die Mitte. War das Kupfer? Ja, Kupfer. So, damit haben wir schon mal eine etwas größere Kiste. Das läuft. Sehr gut sogar. So, jetzt machen wir allerdings nicht nur Kupfer, sondern wir machen das Ganze direkt auf einem Eisenniveau. Das ist mir lieber. Das wird sonst zu wenig, glaube ich. Kupfer in Iron. Copper to Iron Chest. Achso, wird etwas anders gecraftet. Kupfer in die Mitte, jetzt brauche ich Glas, habe ich glaube ich auch noch. Ja, aber nur drei, das ist zu wenig. Die Zuschauer werden dann nachher sehen, was ich hier fabriziert habe. So, gib mir noch ein bisschen mehr Glas. Brauchen wir wahrscheinlich für die anderen Rezepte auch noch, deswegen. So, direkt in eine Iron Chest. So, die Iron Chest daten wir ab in eine Gold Chest. Da geht hier in die Mitte Eisen und wir haben natürlich wieder mal kein Gold auf Tasche. Manometer. Da muss jetzt aber auch alles fix gehen. Ich glaube, das ist das falsche Rezept mal wieder. War klar. Wollt ihr mich jetzt alle verarschen? Nee, das ist Silber. Wo ist denn die Iron Chest Upgrade? Ich glaube, die Iron Chest kann man gar nicht upgraden. Doch. So kann man die upgraden. Ja, dann schmeißen wir mal hin weg. So. Und dann haben wir eine Gold Chest. Die Dingen wird immer größer, ihr merkt das schon. Was machen wir jetzt? Eine Gold Chest in eine Diamond Chest. Das ist ganz einfach. Das Rezept ist sogar eigentlich sehr sparend. Eben noch ganz schnell so machen. Das ist das Schöne an diesen ganzen Texture Packs heutzutage. Man kriegt so gesehen die Rezepte hinterhergeschmissen. Und damit haben wir unsere ersten Diamond Chest. Die sollte das Ganze wohl packen, was wir da drüben fabrizieren. So. Jetzt werden wir alle unsere Erze erstmal da reinschmeißen, weil wir brauchen die sowieso momentan nicht. Das könnten wir mal eben einschmelzen. Das Schöne ist, jetzt können wir die Frames fast automatisch erstellen, weil jetzt brauchen wir so gut wie nichts mehr dafür. Electrum. Achso, man sollte vielleicht wieder den All-Modus anschmeißen. Dann würde der auch ein bisschen besser laufen. Gut, so sieht's aus, Leute. Also, wir haben jetzt eine Quarry aufgebaut, lassen das Ganze per Tesseract in diese Welt fördern. Die Quarry müssen wir zwischendurch besuchen. Ihr seht, momentan kommt da nur relativ wenig raus, weil halt nun mal die Quarry nur eine wenig Strom bekommt, sag ich mal. Wir können jetzt anfangen, dieses hier
Ich muss gerade überlegen, wie wir das jetzt am besten anstellen. Diese Kiste muss weg. Oh, wir haben Dark Matter Blöcke, sehe ich gerade. Dann machen wir jetzt erstmal was ganz anderes. Wo habe ich denn die ganzen Dark Matter Blöcke? Habe ich die ganzen Dark Matter Blöcke produziert? So, 58 Dark Matter. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Jetzt brauchen wir zwei Diamanten. Ganze zwei Diamanten, das ist so viel. Weil wir es gerade können, machen wir das. Dia. Zack. Beziehungsweise, was wir doch noch besser machen könnten, wäre das hier. Da hatte ich doch auch alles für auf Tasche, oder? Hatte ich das nicht? Da hatte ich die ganze Scheiße irgendwo reingeschmissen. Ja, wahrscheinlich in irgendeiner Kiste, die der Bock noch hat. Na ja, gut, so, die 6 plus die Dark Matter Boards ergibt ein Red Matter. Das hatten wir ja noch nicht gemacht. Da könnten wir nämlich als allererstes unsere Kollektoren upgraden. Moment, wie werden die nochmal upgegradet? Mit Glowstone. So, nehmen wir dann mal ein bisschen Glowstone. Wird einmal so gemacht. Jetzt sollte man wohl darauf achten, dass man das Dark Matter auch einmal abgespeichert hat, um direkt ein paar mehr davon zu haben. Sonst haben wir gleich ein Problem. Dark Matter oben drauf, den Energy Collector dorthin und wir haben einen MK3. Da haben wir ja schon lange drauf gewartet. Das Ding sollte jetzt ein bisschen mehr Power geben. Das gleiche machen wir jetzt mit diesem hier. So. Hatte ich jetzt eigentlich davon schon? Kann ich ja gleich machen. Da, das gleiche Spiel normal, die ganzen Glowstones dahin und ein Red Matter dahin, so. Jetzt gucke ich aber gleich auf jeden Fall mal im Speicher. Ja, haben wir jetzt einen Abzug. Und damit haben wir schon mal zwei von den Dingern. Das ist schon mal schön, das geht jetzt schon um einiges schneller. Jetzt hat er mir wahrscheinlich da irgendwann reingeschmissen, nein, hat er nicht, sehr schön. Und hier seht ihr Erde und Steine. Wir brauchen keine Erde und Steine. Und deswegen möchte ich diese Kiste jetzt auch erstmal. Da, 64. Aber vorher machen wir den hier. Dafür brauchen wir Diamanten und Dark Matter. So, tak, tak. Der geht wieder weg. Dark Matter oben drüber. Und dann haben wir dieses schöne Teil hier schon mal. Und wir könnten... Ne, wir haben zu wenig Red Matter. Das hier können wir allerdings schon mal wieder craften noch. So. Bei den Werkzeugen ist es nämlich so, und die sind jetzt relativ krass schon, die verbrauchen auch alle, man muss immer dran denken, alles, was man in Project Ebe macht, verbraucht auch wiederum die ganze Geschichte. Wir können das Ding wieder mit V aufladen, mit Shift V können wir wieder runtergehen. Die Dinger sind krass, ich sage es euch direkt. Was man noch machen kann, ist dieses schöne Ding hier. Crafting Table bitte, danke. Mit Dark Matter. So. Dann haben wir nämlich wirklich eine volle Dark Matter Ausrüstung. Und ich würde ganz gerne dann schon in die Richtung gehen, Dark Matter Rüstung. Wir haben bisher nämlich keine vernünftige Rüstung. So, war das nicht so? Ah ne, so, genau. Und dann wurde das doch so gecraftet, oder? Ja. Und die Schuhe waren doch so. Genau. Und daher, dass wir auch definitiv kein Jetpack mehr brauchen. Kiste brauchen wir nicht mehr. Weil wir ja was viel Besseres haben mit einem Jetpack. Und die Scheiße können wir auch vergessen. Haben wir jetzt eine volle Dark Matter Ausrüstung mit Swift Following. Ist auch schon eine sehr geile. Also, so viel jetzt in einer Folge zu schaffen, ist schon was ganz Nettes. Huch. Steel Sword. Okay. Möchte irgendjemand ein Steel Sword haben, der kann es hier suchen. So. Ich habe es gerade vom Baum geschmissen. Das Ding noch da rein. Das können wir wieder wegpacken. Wobei, die brauchen wir gleich noch. Wir müssen es gleich auch... Wie hießen die Dinger nochmal, wodurch man Sachen in eine andere Kiste kriegt? Oder bitte? Ja, Durchlaufdinger, die du da verbaut hattest, auch bei dir in der Quarry. Ja, die Teile, die du an deiner Quarry verbaut hast. Rohre? Du meinst Item Duck? Diese komischen Sensoren. Was für Sensoren? Ja, die du da verbaut hast. Was für Sensoren?
Die ich habe keine Ahnung. die Servos oder die anderen Dinger als Servos. Retriever. Sekunde. Wieso bringst du mir jetzt einen oder was? Nö, ich tipp's dir in den Chat, dass du es selber suchen kannst. Na toll. Ich dachte, das sind keine Sensoren. Das sind, das ist das Gegenteil von einem Servo. Der Servo zieht raus und der Retriever tut rein. Ja, das muss ich jetzt gleich haben. Und beide können so eingestellt werden, je nachdem, was sie rein oder raus tun sollen oder halt auch nicht. Aua. So, hier oben stellen wir erstmal eine schöne Kiste hin. Weil sonst nervt mich mein ganzes Zeug hier schon wieder. Wir müssen jetzt auch einiges loswerden gerade. Ich muss jetzt darauf achten, dass ich bestimmte Sachen nicht rauswerfe. Was ist das eigentlich? Pneumatic Craft? Müssen wir auch noch mal auseinandersetzen. Ein paar Sachen kenne ich halt auch noch nicht. So wirklich, das brauchen wir auch nicht mehr. Linking Book ist inzwischen veraltet. So, und den packen wir wie immer hier rein. Das muss ich auch mal aussortieren. Das werde ich aber offscreen machen und meine Taschen sortieren. Ich werde mir auch noch mehr von den Alchemie-Bags machen, weil das werde ich natürlich mit euch machen auch gerne, weil es ist einfach besser. So. Damit ist die Folge schon wieder zu Ende. Hey, wieder überlebt. Naja, fast. Ich habe überlebt. Ich werde auf jeden Fall mal eben hier die Kisten aussortieren offscreen und mein Inventar ein bisschen aufräumen. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn DNS Corporation.